Bierfreundinnen und Bierfreunde. Wir sitzen hier wieder kurz nach Feierabend und ja, wenn man für ein so spannendes Geschäft, so einen spannenden Laden wie wir sind, arbeitet, dann will man natürlich nicht unbedingt nach Hause nach Feierabend, sondern ich wohne eigentlich hier. Genau, noch ein bisschen mit dem Chef Dinge verkosten. Und ja, Aaron hat wieder was mitgebracht, was ihm sehr gefällt. Wie gesagt, er hat da komplett freie Hand. Also, was ist es diesmal? Richtig, diesmal haben wir das 13 Guns von Crafty Dance. Das ist ein American Pale Ale oder ein American Style IPA, sollte man besser sagen. Ja, und ich finde das sehr schön. Das ist ein sehr gutes IPA. Ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, wie ich finde. Wir verkaufen das für 1,99. Genau, 1,99 Dose. Das ist relativ schön. Ja, IPA, also India Pale Ale. Ne? Und in dem Fall haben wir aber auch, das mag ähnlich sein zu dem, was du davor oder letztes Mal hattest, auch ein dunkles IPA. Ne? Eigentlich relativ ungewöhnlich, aber das heißt schon, das wird auch einen ordentlichen Malzcharakter haben. Ne? Korrekt. Trotzdem eine schöne, also eine klare Hopfennote. Ne? Ist jetzt nicht so fruchtig, West Coast oder Naipa, aber. Soweit ich das verstanden habe, ist das ja mit amerikanischem Hopfen gebraut, deswegen genau. Nennt sich das American Style IPA. Genau, und die 13 Guns beziehen sich ja auch auf die 13 Bundesstaaten. Ganz kurz. Das ist also Crafty Den ist quasi es gibt es immer noch die Versuchsbrauerei von Thwaites. Das heißt, die Brauerei ist Thwaites und Crafty Den ist halt sozusagen der kleine Kit, den wir haben. Das ist aber mittlerweile ein Bier, was man dafür, dass es doch etwas spezieller ist, relativ ja, weit verteilt in Großbritannien bekommt, also in diesem Rahmen. Ne? Und, ich meine mal gelesen zu haben, dass diese Reihe auch tatsächlich die beliebteste ist von Thwaites. Ja, auf jeden Fall in diesem Segment. Es ist einfach ein schönes, ne? Es hat eine schöne Malznote, es hat eine schöne Hopfnote. Also, ich sag mal, auch Leute, die dunkle, malzige, kräftige Altbier und dergleichen mögen, ne? Das geht schon absolut in die Richtung. Also von daher für den Düsseldorfer Raum sicherlich mal was Spannendes. Absolut. Ich hörte auch von diversen Altbier-Trinkern und Brauern, die das sehr gerne verkosten. Ja. Es gibt einen Chefbrauer, der nebenan bei uns, wir verraten jetzt nicht, wer es ist, aber der ist auch ein Fan von diesem Bier. Das, und ich verstehe komplett, warum. Das ist jetzt kein crazy, triple gehopptes Milkshake, hast du nicht gesehen, sondern das ist solide, aber auf eine spannende Art und Weise. Aber das ist auch ein Bier, ich kenne Leute, die können das Ganze pintweise trinken. Ne? Also das ist wirklich, hat 5,5, glaube ich, oder? Ja, ich meine auch. Also auch von den Umdrehungen her für ein American IPA noch relativ dezent. Also die Amerikaner fangen meistens bei 6,5 und dann geht es hoch, 7,8 und so weiter. Also wirklich ein schönes Bier. Auch sehr schön für die wirklich Interessierten unter den Biergenießern haben wir hier auch die verwendeten Hopfen, das IBU natürlich, genau, und die verwendeten Malzsorten. Hefe. Also, welche Hopfensorten habe ich verwendet? Continental, Citra, Amarillo, Apollo, Chinook und Quattro. Kein Mosaik, der stört mich. Ja, also genau, eine wilde Mischung und ja, aber ein schönes Bier. Also von daher, ne, kommt vorbei, holt euch ein Döschen und dann passt das. Bis zum nächsten Mal. Ciao.